Ja, hallo, willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Zestiria. In der letzten Folge haben wir unsere Hauptcharaktere, also zwei unserer Hauptcharaktere, schon mal kennengelernt, Sorei und Mikleo, die beide eine Ruine hier erkundet haben und ja, in diese Ruine reingestürzt sind. Da, man sieht das Loch hier, ja. Und ja, wir haben eine Jungfrau in Nöten gesehen und die wollen wir natürlich retten. Weil warum denn nicht? Wir haben keine Ahnung, wer es ist. Wir haben keine Ahnung, wer wir eigentlich noch sind. Aber es wird schon gut sein, weil wir sind die Guten, ne? Ja, diese Jungfrau da, meine ich. Es war eigentlich nicht so weit, ne? Ich musste einfach nur hier rumgehen. Kann ich irgendwie die Karte vergrößern? Ah, oh mein. Das hat riesig für das erste Dungeon, ne? So, ich bin beim weg. Das ist schon mal gut. Hab nochmal neu geladen. Also werden die auch wegbleiben. Haben wir schon auf den ersten Kampf. Erster Eindruck ist auf jeden Fall schon mal gut. Und dann das nach dem ersten Kampf an. Natürlich eine Spinne. Eine Spinne! Komm, wir sind schon im Dings. Ah, Hilfe! Kriegsarzt, wirke Kriegsarzt mit Kreis. Ist der Steuerungsmodus auf Semi-Auto eingestellt? Lass auf dein Ziel zu, bist du nah genug, dann brichst du, um anzugreifen. Dann kannst du eine Kombi mit bis zu 4 Treffern ausführen, indem du erneut Kreis drückst. Neuer Arzt kannst du dich Levelaufstieg erlangen. Ja gut, man sieht mich nicht. Also erstmal hier reinkommen. Okay, das sind so die normalen Angriffe. Es ist wie Tales of Graces F. Sehr schön. Es ist wie Tales of Graces F. Yoma. Yoma. Hondo ga. Miru no hajimete da kedo ne. Nande Yoma nante Pokemon ga konna tokoro ni. にぎるきだ。忘れてないよね。じいじの言葉。ヒョーマ。そうじゃ。ヒョーマじゃ。汚れが生んだ恐ろしい魔物じゃ。奴らを倒せるのは特別なものだけが操る。 Wie seht euch aus, Herr nicht wahr? Ftaritomo, Hyoma ni deattara sugu ni nigeru no ja. Wasurete wa naran zo. Ware ra ni Hyoma wo taiji suru koto wa dekinai no ja. Yoi na. Keine Sorge, wir sind Hauptcharaktere. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir auserwählt sind, ist sehr hoch. In Gebieten, in denen Helios Home schreiben, führt Kontakt mit dem Feind zu einem Kampf. Wenn du ein Schwert mit vier oder anderen Kartenaktionen schwingst, kannst du deinen Kampfvorteil sichern. Das ist doch mal geil. Was? Das ist der Dingsbildschirm, okay. Das ist aber eine geile Überleitung. So, aber wenn das jetzt hier wirklich wie in Tales of Graces F ist, dann muss ich irgendwie mal kurz die Steuerung ändern. Weil dann hätte ich gerne, wenn, warte mal. Mit X mache ich Kriegsarzt, ja. Und das sind, wie nennt man die hier? Außerdem würde ich dann wieder auf manuell steuern. Habe ich nämlich in Dings auch gemacht. Okay. SK 7, 11, 10. Wie viel habe ich denn dann? Mocha 12, 23, 33. Wie viel habe ich denn dann? Ach so, okay.
muss ich noch verstehen, aber dann upsala, muss ich noch mal trotzdem die Steuerung ändern, weil dann hätte ich gerne X und Kreis ausgetauscht, wenn ihr nichts dagegen habt. Kriegsarzt, ja, seraphische Art, Abwehr, Menü, amortisieren, freilaufen, Ziel ändern, Stoß. So, gucken wir mal, ob das so klappt. Hat ja wohl hoffentlich hier nichts geändert, ne? Nö, okay. Warte mal, kann ich nur einen Kampf ändern? Ah, okay, ja, okay. Ist gut. Wusch. Dann. Aber bloß nicht, dass ich von den nächsten wegrenne, hallo? Schatzrunden verließen und auf Feldern kannst du Schatzrunden. Warum lädst du mir halt eigentlich durch? Da ist eine Schatzrunde, die kann man öffnen. Alte Ohrringe, zwischen Ruinen entdeckte Ohrringe. Ich glaube, die habe ich doch schon, oder? Hier. Ich merke jetzt gerade erst, wie. Was? Hm, das ist genau das gleiche. Nur mit mehr Effekten, oder? Da, die Ohrringe, die haben auch so einen Balken mit so Sternen oben. Warte mal, kann er die nur Diadem, Kampfstiefel, wie viele Sachen hat man denn jetzt mal ausrüsten? Ja, nehmen wir die mal. Angriff plus 4%, Verteidigung plus 4%. So, ist das jetzt weg, wenn ich das mache? Ja. Frage ist nur, wann ich das Ding erlerne. Ja, was haben wir denn hier noch? Titel. Titel kannst du als einzigartige Ausrüstungsgegenstände vorstellen, die beim Tragen Figurenwert verbessern. Durch Abschluss von Ereignissen und Levelaufstiegen bestimmten ausgerüsteten Titel steigt seine Beherrschung, wodurch du neue Fertigkeiten erlernen kannst. Das ist geil. Das ist so geil. Hier erinnert mich alles an Tales of Graces F und das ist so schön. Weil ich fand viele Elemente von Tales of Graces F richtig geil. Titel für versierte Schwertkämpfer, die auf den Schlachtfeld herumlaufen und das unerwartete Winkel angreifen. So, Fokus ist mal, nehme ich an, wenn das auch wieder eine Anleitung an Tales of Graces ist, Präzision, also je schneller die Gegner gestaggert werden. Art Angriffe, Angriff plus 4, Art Angriffe, Angriff plus 4. Träger des mystischen Schwertes. Bringe der Kunst Mana in die Elemente herumwirbelt. Ja, warte mal, Angriff plus 4%, Fokus plus 4%, Art Angriff plus 4%. Ich in Angriffartung gehen. Machen wir mal ihn hier magiermäßig. Weil ich glaube, er ist so magiermäßig ausgelegt, ne? So, ich habe jetzt Sachen geändert hier. Ich hoffe, das bringt's. Ja. Suche nach Monolithen. Steindenkmäler, also Monolithen, findest du auf Feldern oder in Verliesen. Sie tragen Inschriften unbekannter, aber vergessene Kampftechniken. Okay. Wenn du eins findest, kannst du seine Weisheit jederzeit im Kampfabschnitt des Systembuchs zur Rate ziehen. Für jeden gefundenen Monolithen erhältst du AP, die zur Einstellung von Kampfaktionen notwendig sind. Du kriegst, wenn du einen findest, um ihn näher zu untersuchen. Es sind anscheinend Weisheiten über Kämpfe, die in einer alten Sprache abgefasst sind. Wenn du kämpfst, steigt irgendwann dein Level und du erlangst ein neues Kriegsarzt, Sturm- und Stecharzt, mobile und Effektbereicherarzt. Wechsel sie nach Bedarf aus, je nach Verlauf des Kampfes. Okay. Also sind das einfach nur Tutorials, die ich erfinde, oder wie? Ja, und AP, wofür kann ich AP jetzt genau gebrauchen? Na, hier sehe ich, von wo ich das habe. Oder ist das hier bei den Titeln? Ich würde das gerne so schnell wie möglich alles verstehen. Wenn ihr nichts dagegen habt, auch wenn das hier sehr langsam ist. Ach hier, ja genau, hier sind ja. Ja, kann ich aber nichts anderes. Ach, das ist für alle. Okay. Ah, hier steht auch sogar, wie man die lernen kann.
Abwehraufladung muss ich ein paar Mal machen. Also das hier? Ne, das ist Schutzladung. Es kann wieder schon mit raschen Ausweichen. Bedingungen für den Erwerb. Abwehraufladung 1000. Abwehraufladung 30. Okay. Dann würde ich mal sagen, das machen wir jetzt so vor jedem Angriff. Ich habe schon gehört. Ah, ich habe gerade gehört. Warum müssen es Spinnen sein? So. Okay, sehr gut. Er ballert direkt hier was ein. Ja, warte mal, ich wollte auch Dings einsetzen. Bams. Boah. Ich hoffe, der Sound ist laut genug. Ich hoffe wirklich, der Sound ist alles in Ordnung und so. Seelenkette. Die Seelenkette ist eine Energie, die im Kampf für Kombos benötigt wird. Sie kann auf maximal 100 ansteigen. Aktionen wie Kriegsarzt verbrauchen SK, um eine niedrige SK macht dich verwundbar. Die SK kann durch Inaktivität, Abwehr oder Herumlaufen aufgeführt werden. Behalte sie im Auge und lass sie nicht auf Null fallen. Das ist eigentlich so wie die Kettenkombos von Graces F. Nur halt mit höheren Werten, habe ich so das Gefühl. Warte mal, 97. Okay. Kriegsarzt, den haben wir schon abgeholt. Ich hoffe, der Sound ist alles in Ordnung. Blöd ist, ich war im letzten Part noch nicht in einem Kampf, deswegen weiß ich nicht, ob die Kämpfe jetzt zu laut sind. Muss ich dann hier nach dem Part nachgucken. Oh, Spinnen. Spinnen. Nein! Was? Es war so ein Helion. Ja, ich bezweifle, dass das das Einzige ist. Wir müssen hier so leise und schnell raus, wie wir können. Ja. Warum muss jedes Rollenspiel Spinnen haben? Warum? Ich mag keine Spinne. Aber jedes Spiel hat sie und ich spiele so gern Rollenspiele. Also werde ich oft mit Spinnen konfrontiert. Ja, Skyrim mit Riesenspinnen. Wer hat sich das bitte schön ausgedacht? So, ist wieder eine Truhe. Apfelgummi haben wir übrigens gerade bekommen. Jetzt auch. Was? Er ist aber abgehauen. Lag sie nicht hier irgendwo? So, komm her. Komm her. Puja! Treffe ich überhaupt? Ja, Abwehr. Ja, das ist irgendwie selbst erklären. Alter, der hält viel aus. So, gucken wir mal. 515. Level 6 sind die schon. Okay, ich bin Level 5, glaube ich, ne? Oha. So. Erstmal einfach mal auf ein. Er macht jetzt schon richtig Spaß, obwohl wir noch gar nichts können und gegen richtig billige Gegner kämpfen. Das macht jetzt schon so Laune. Wo ist er denn? Ist alles in Ordnung? Umsehen. Bring dir feine Schale, so sinkt dein KP. Ja, okay, das ist auch selbsterklärend. Wir kriegen, glaube ich, KP ein bisschen zurück nach dem Kampf. Und da ist noch ein Monolith. Das sind anscheinend Weisheiten über Kämpfe, die in einer alten Sprache abgefasst sind. Abwehr, Wetter, Feind, dein Aktion ab wird deine SK-Wiederherstellungsrate bis zu deinem nächsten Mal überall biert. Blockiere den Feind erfolgreich deinen ersten Angriff, werde wahrscheinlich durch die darauffolgende blocken. Komm, es ausrückt, bla. Okay. AP um 1 erhöht. Ja, ich brauche mal ein paar mehr, glaube ich. Da ist sie, okay. Die Ursache des Donners. Mit Select, okay. Ja. さっきの雷やっぱジージだよな。あ、侵入者への警告だね。これ以上踏み入るなっていう。ごめん、ジージ。やっぱりほっとけない。やれやれ。珍しくいろいろ起こる日だよ。
Okay, noch mal ein mysteriöser Monolith. 面白い石碑が見つかったな。今日は収穫が多いね。あの石碑、遺跡に比べて新しかったよ。ああ、全く年代が違ったね。内容、なんか助言みたいだった。先にここを訪れた何者かが残した探索の調べというところか。俺たち以外にもいるんだな。遺跡を調べてる人が。多分冒険家、探検家、そう呼ばれる人間だろう。 Okay. Da hinten liegt sie. Da kann man, glaube ich, nicht weiter, ne? Gut, okay. Sind die beiden Brüder? Ja, ne? Sind ja nicht den gleichen Opa. Schon wieder parallel zu Graces F. Das gibt's auch. Ja, ich habe auch manuell eingestellt. Aber sehr schön. Wusste ich gar nicht alles. Wo ist er? Wusste ich gar nicht, dass das so sehr auf Graces F basiert. So, jetzt muss ich mal gucken. 94. Bams. 94. Oh, Mikleo wird nicht geheilt. Nein. Warte mal, Arzt. Warum war dafür SK? Ein Ausscheiden, wir können uns nicht so heilen. Verdammt. Bevor irgendwas hier kaputt geht, haben wir... nee, nicht neu. Wir haben nichts zum Wiederbeleben. Also ja. Warten wir erstmal, bis ich den nächsten Gegner sehe. Ich kam nicht von hier, oder? Nee. Warte mal, warum ist der jetzt blau? Der war gerade noch lila. Egal. Also wenn die beiden Brüder sind, dann ja, ist da wieder eine Anspielung an Grace F. Ich freue mich so sehr. Ich wusste jetzt nicht, was ich von dem Spiel erwartet habe, aber nicht, dass es so sehr auf Graces F basiert. Werde ich wahrscheinlich noch ein paar Mal öfter sagen. So, da geht es offiziell weiter, weil da ist ein Stern. So, hey! Nehmen wir mal ein Apfelgummi. Verdammt. Ja, das habe ich schon. Okay, das habe ich schon gelernt. Vier gedrückt halten und dann irgendwo hindrücken. Ja, ich tue auf diese Aufladung mal einsetzen. Ich werde früh genug die anderen bekommen. Ich glaube, der Sound wird viel zu laut sein. Weil ich habe so das Gefühl, in meinen Ohren wird er auf jeden Fall viel lauter im Kampf. So wird er auch in der Aufnahme lauter sein. Ja, okay, während den Angriffen nehme meine SK ab. Ja, ne, du kannst ja heilen im Kampf. Sollte ich vielleicht ausnutzen. Ausrüstungsfähigkeit von Sori und Mikleo erhöht. Ja, das weiß ich auch. L2 im Kampf, frei herumlaufen. Ich habe Ausrüstungsdingens bekommen. Okay, die muss ich so oft einsetzen, habe ich so das Gefühl. Ausrüstungsfähigkeit. Bedeutet das... Du kannst deine Beherrschung eines Ausrüstungsgegenstands erhöhen, indem du das Objekt ausrüstest und dann Siege anhäufst. Die Beherrschung eines Objekts kann maximal bis auf 5 steigen. Strebe nach Ruhm im Kampf, indem du deinen liebsten und nicht so geliebten Objekte ausrüstest. Okay. Und dann bekommen wir neue Effekte, oder was? Ganz raff ich das noch nicht. Warte mal. Jeder Gegenstand. Ich werde dann wahrscheinlich keinen einzigen Gegenstand hier wegwerfen. Ich bin ja sowieso so ein Ausrüstungssammler, der nie irgendwie Waffen wegwirft. Aber jetzt wahrscheinlich auch noch Ausrüstung nicht mehr. Altes Diadem. Das geben wir doch mit Cleo. Wirkung von Verbrennung, Angriff plus 4. Ja. Ist auch ein neuer Effekt dadurch. Okay. Boah, ich hoffe, die haben nicht so ein Dualisierungssystem.
Hier ist immer noch gleiche wie in Grace F hier noch drin, weil das fand ich jetzt nicht so dolle. Hätten sie ruhig auslassen können. Ich habe das nie benutzt, deswegen. Okay, das soll ich mir nehmen. Ha, er öffnet das eiskalt. Was? Hey! Gib mir das! Glaubst du, es gibt einen Weg auf der anderen Seite? Ich muss einen Weg hindurch geben. Such mir nach Hinweisen. Also, hätte ich den Gegenstand bekommen, wenn ich da als erstes hingegangen wäre? Ach so. Ah, da! Oh nee. Das sind anscheinend Weisheiten über Kämpfe, die in alten Sprachen abgefasst wurden. Senke, je niedriger ein deines Kades wäre, Schaden, den du zufügst. Okay. Aber das ist nicht empfehlenswert. Die SK-Wiederherstellungsrate richtet sich nach dem SK-Level. Ein niedrigen SK bedeutet auch eine langsame Wiederherstellung. Das Kämpfen mit hohen SK ist effektiver als zu kämpfen, bis sie leer ist. Natürlich lohnt sich manchmal alles zu geben. Zum Beispiel, wenn Feinde betäubt sind. Ausgewogenheit ist entscheidend. So, das man tue ich ja nicht. Ja, eine Dingens hier, Trank des Lebens. Okay, dann springen wir mal. Was kann schon schief gehen, außer hat wir volle Möhre da runterfallen und mit Kopf zuerst irgendwo auf. Oh! Irgendwo aufklatschen. Da hätte ich beinahe schon was übersehen. Nicht mit mir. Ja, ich rede jetzt ab jetzt nicht mal an irgendeinen Schatz vorbei. Lavendel, ja, also. Permanent Dinger. Ich weiß halt immer noch, ich tut er sich einfach den Schatz hier abgraben. Hier springen wir. Ja, geh da weg, sonst fallen wir wieder irgendwo runter. Ja, und was dann? Ach, ich muss hier runter irgendwo. Hm? Ach, die Dingens hier, boah. Wo war das nochmal? Hat der überhaupt schon irgendwas? Was ist der Seraph? Stil, was ist der Seraph? Ist irgendwie so. Zu zoomen irgendwie. Ich würde gerne mal von nahe sehen. So, wo muss ich hin? Eine unsichtbare Brücke. Eine unsichtbare Brücke, das ist auch perfekt, das ist genau der Speicherpunkt, dann kann ich einen Part abwenden. Sehr gut gemacht, sorry. Aber. Wer du gibst mir den Schatz nicht gleich mit Leo. Was macht man nicht? So. Was mit der Spinne, die hier aufgetaucht ist? Kann die auch mal wieder auftauchen? Die ist einfach abgehauen. So, es macht, dass sie auftaucht. Okay, dann würde ich aber sagen, das riecht wieder nach riesigen Cutscenes. Sobald wir diese Dame da aufsuchen. Deswegen beende ich den Part hier und wir sehen uns in der nächsten Folge. Verschränkte Arme. Von Let's Play Tales of Zestiria. Ich bedanke mich alle fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.